Vor einiger Zeit fand das D3B-Mitstreitertreffen statt, das zweite dieser Art, die Mitstreiterschaft des dritten Blickwinkels. Das ist eine kleine Gruppe an Unterstützern für meine Projekte, für meine Person. Und geplant sind in der Regel 1 bis 2 Treffen im Jahr, wo sich eben diese Mitstreiter auch untereinander kennenlernen können. Und aufgrund der aktuellen Situation wird es natürlich immer schwieriger. Naja, nichtsdestotrotz, das Treffen fand statt, natürlich unter den Corona-Hygienemaßnahmen. Und ja, eigentlich ist die Aufarbeitung dieser Veranstaltung, sollte das eigentlich nur den Mitstreitern zugutekommen, als kleines Dankeschön für ihre Unterstützung. Jetzt meinten aber einige Unterstützer von sich aus, dass man die Aufnahmen der Vorträge und auch die Diskussion nicht nur einer Handvoll von Mitstreitern zur Verfügung stellen sollte, sondern der Allgemeinheit. Und ich habe da mal nachgefragt, ob das denn generell im Sinne der Mitstreiter ist, und keiner hat etwas dagegen. Und aus diesem Grunde präsentiere ich euch in 3 Teilen das zweite D3B-Mitstreitertreffen. Gastredner war Christian Illner, auch als Autor Illner bekannt, der uns im zweiten Video erklärt, warum die Rechte sterben muss, um zu leben. Als dritter Beitrag ist dann eine Diskussion zwischen Christian Illner und mir. Die Moderation führt Peter Steinborn von Metapol. Den kennt ihr ja schon aus den ganzen Podcasts, die wir zu diversen Themen aufgenommen haben. Ja, und jetzt folgt erstmal mein Vortrag zum Thema Chancen der echten Rechten. Und möchtest du auch Mitstreiter werden und ein Unterstützer meiner Projekte, dann schau einfach mal in die Videobeschreibung oder schau nach unter d3b-mitstreiterschaft.com. Und jetzt viel Spaß mit der Veranstaltung. Ja, vielen Dank für diese herzliche Einleitung und die Vorstellung unseres Gastes. Und bevor ich in mein eigentliches Thema einsteige, möchte ich mich natürlich bei unseren Gastgebern bedanken, die uns hier diese sehr geschmackvolle und schöne Räumlichkeit zur Verfügung stellen. Und natürlich bedanke ich mich bei jedem Einzelnen von euch heute für das Erscheinen, um auch diesen Raum mit Leben zu erfüllen. Und ja, ich habe natürlich gehofft, dass wir unser zweites Mitstreitertreffen unter anderen Bedingungen durchführen können. Aber wir haben hier eine Tugend aus der Not heraus geboren. Gerade wenn man sich das hier anschaut, der Vergleich zum allerersten Treffen, das war weniger formell, also ohne dieses schöne Pult, die Banner und halt eben dieser schöne Rahmen hier. Frei nach unserem Motto: die Schwachen erleiden, was sie müssen, und die Starken leisten, was sie können. Das Leitthema: rechte Facetten, 2 Facetten des Rechtsseins, die werden wir heute näher betrachten. Mein Beitrag, der wird metapolitisch praktischer Natur sein, so wie man es von mir gewohnt ist. Dann wird es ein Mittagessen geben und gestärkt danach, das werden wir dann auch brauchen, denn danach geht es weiter mit Christian Illner und wir werden dann erfahren, warum die Rechte sterben muss, um zu leben. Es wird also philosophisch und dann werden wir wahrscheinlich auch in Illners Gedankenwelt der tiefen Rechten eintauchen. Und danach freue ich mich auf eine Diskussion, die wird dann von Peter Steinborn geleitet und da gehen wir nochmal auf beide Konzepte ein. Ich denke, wir sind uns einig, dass wir in Zeiten großer Veränderung leben. Veränderungen sind ja nicht immer schlecht. Also es gibt ja auch Veränderungen von einem idealen oder im Idealfall von einem guten in einen noch besseren Zustand. Zufälliger Lottogewinn, ich glaube, da hat keiner was dagegen. Da
würde sich wahrscheinlich das ein oder andere Problemchen lösen. Aber genauso geht es auch in die andere Richtung, nämlich von einem angenehmen in einen unangenehmen Zustand. Und unsere Generation, die durchlebt eine lange Zeit des materiellen Wohlstandes, und so wie der materielle Wohlstand wuchs, ja, verarmte eigentlich der Geist der Menschen. Und das hatte zur Folge, dass zeitlich versetzt der materielle Wohlstand dem Zustand des Geistes, ja, gefolgt ist. Also es ging abwärts. Und wir haben natürlich noch materiellen Wohlstand im Gegensatz zu anderen Ländern. Aber dieser Wohlstand, der ist ja, ja, besteht quasi aus einer Blase, die bald platzen wird. Der Mensch, der scheint nicht in der Lage zu sein, materiellen Wohlstand und ein gewisses geistiges Niveau auf ausgeglichener Weise hochzuhalten, und zumindest nicht über einen längeren Zeitraum. Und ja, nun stehen wir da, wo wir stehen. Ein Mensch mit einer schweren Krankheit, der hat zwei Möglichkeiten. Entweder ergibt sich dieser Krankheit hin, oder er begreift diese oder diesen lebensbedrohlichen Zustand, diese Situation als Weckruf und Gelegenheit, etwas zu verändern und wieder in seine Mitte zu finden. Es ist ja so, dass Krankheit, egal ob seelischer Natur oder körperlicher, das ist ein Hinweis darauf, dass wir eben unsere Mitte verloren haben und dass unser Leben in Bahnen verläuft, die nicht unserem Wesen gemäß entsprechen. Also schlechte Nahrung, zu viel Stress, Schicksalsschläge. Und ich denke mal, das ideale Leben, das hat keiner von uns. Das gehört alles irgendwo dazu. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie auch im Paradies leben, wo es das alles nicht gibt. Aber wichtig ist es eben, da einen Ausgleich zu finden. Menschen, die machen Fehler, die treffen falsche Entscheidungen. Das ist menschlich. Der Mensch ist nun mal fehlbar, aber da müssen wir eben analysieren und versuchen, an welchen Stellschrauben wir schrauben müssen, um diesen Zustand zu verändern. Und nehmen wir dieses Beispiel mal auf eine höhere Ebene. Diese Chancen, also mein Vortrag lautet ja die Chancen der echten Rechten, und kann man tatsächlich von Chancen sprechen bei all dem, was wir heute erleben? Und da kommt es eben auf die Geisteshaltung an und eben auf den Blickwinkel. Man kann jetzt sagen, gut, die Eliten, die legen jetzt nochmal richtig los, geben richtig Gas, und mit Hilfe eines angeblichen Killer-Virus, Covid-19, setzen jetzt den Schlussstein drauf und die totale Kontrolle, da stehen die kurz bevor. Das ist die eine Seite. Andererseits kann man aber sehen, wenn man die politischen Zusammenhänge mal betrachtet, also wir haben eine hohe Inflation, wir haben eine steigende Arbeitslosigkeit, das soziale Gefüge bricht auseinander. Und wenn man das aus dieser Komponente her betrachtet, sehen wir eigentlich dieses überstürzte Handeln der Eliten. Gerade jetzt, was die Corona-Geschichte angeht, erstmal hieß es, eine Impfpflicht für bestimmte Berufe. Im Stundentag ging es dann weiter. Plötzlich soll es eine allgemeine Impfpflicht geben. Das wirkt also ziemlich hektisch und teilweise auch kopflos. Und da wäre die andere Sichtweise zu sehen, dass die Eliten langsam ins Schwitzen kommen und deswegen ordentlich Gas geben. Und die Wahrheit, die kennt natürlich keiner von uns, und die liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. In anderen Bereichen, da sieht es durchaus komplexer aus. Der erste Lockdown, der hat uns ja gezeigt, dass die Globalisierung durchaus ihre Schwächen hat. Also wieder mal so eine rechtsradikale Verschwörungstheorie, die sich ja dann irgendwo doch dann als wahr herausgestellt hat. Denn gerade die weltweiten Lieferketten, die haben uns ja gezeigt, es ist natürlich erstmal kostengünstig in China zu produzieren. Wenn dann aber so ein kleiner Mikrochip in irgendeinem Automobil fehlt und das kann nicht vom Band rollen, dann sollte man das nochmal überdenken. Und genau das zeigt uns dann eben die Schwachstellen. Und Globalismus ist ebenso wie die Multikultur eine Wohlfühlideologie, also die funktioniert über eine gewisse Zeit, wenn Wohlstand herrscht, wenn es den Menschen gut geht. Aber wenn dann eben ein Mangel eintritt, dann
hat es mit der Solidarität, die ist dann plötzlich weg. Ja, dann guckt dann jeder, wer ist mir denn selbst der Nächste? Dann haben wir diese Sollbruchstellen, eine Balkanisierung, dann kommt eine Segregation, also ethnische Gruppen bleiben unter sich, spalten sich ab und dann gehen die Konflikte los. Klar, die Menschen haben ein relativ kurzes Gedächtnis und irgendwann guckt man wahrscheinlich dann tatsächlich wieder noch auf den Preis und wo kann ich günstig produzieren. Das ist aber ein Hebel, den wir für uns nutzen können, da ja viele Menschen betroffen sind, im Grunde genommen alle. Wir erinnern uns, als das weiße Gold im Supermarkt nicht mehr zu kaufen war, also Klopapier, ja, da gingen sich ja die Leute schon an die Gurgel. Und wie wird es aussehen, wenn es irgendwann keine Nahrung mehr zu kaufen gibt? Und es ist ja dieses kurzfristige Denken auch wieder durch den Wohlstand hervorgerufen. Wer macht denn schon mal einen Einkauf für eine ganze Woche? Ja, ja, ich habe morgen ein bisschen Zeit, da kaufe ich mir mal eine Tiefkühlpizza. Übermorgen nach der Arbeit kaufe ich mir vielleicht noch eine Kiste Bier und eine Kiste Wasser. Aber dieses vorausschauende Denken, das ist durch diesen Wohlstand erstickt worden. Und das wird sich noch übel rächen. Gehen wir noch einen Schritt höher in der Perspektive. China, Indien, Iran, Russland, die neuen Spieler auf der geopolitischen Bühne, die erleben gerade eine Machtverschiebung, also wir haben ja die USA als Hegemonialmacht, die ja immer diese Macht auf sich konzentriert hat. Und dadurch, dass halt mehrere Spieler mittlerweile dabei sind, wird der Kuchen eben anders aufgeteilt. Und wenn die Macht von der einen Seite quasi zur anderen Seite fließt, dann gibt es natürlich ein Gefälle, ein Machtgefälle, ein Machtverlust. Und wir als einzelne Personen haben dann natürlich keinen Einfluss auf diese geopolitischen Ereignisse. Aber auch hier können wir wieder diese Verhältnisse zu unseren Gunsten nutzen und diese antiglobalistische Stimmung aufgreifen, im besten Falle verstärken. Denn es ist ja der Nationalismus als Gegenentwurf zum Globalismus, bedeutet das die Rückeroberung von Souveränität, von Freiheitsrechten, egal ob rechtlich, sozial oder wirtschaftlich. Das sind so im Großen und Ganzen die Chancen, die sich aus angeblichen Krisen für uns ergeben. Ja, und wie umgehen mit Repression, Impfkommunismus, Einschränkung der Grundrechte, Kontaktverbote? Deswegen bin ich ja froh, dass wir uns trotz allem hier noch versammeln können. Natürlich unter Corona-Schutzauflagen, ne? Ja, entweder man resigniert vor diesem Problem unserer Zeit oder man erkennt eben diese Umbrüche als Chancen und als Gelegenheiten für Veränderung. Und wie wir es ja kennen, diese Städte dahin plätschern in diesem Wachkoma des Wohlstandes, das ist eigentlich nichts anderes als schleichendes Siechtum. Und starke Einschnitte im Leben, die polarisieren natürlich. Aber das ist ja auch in Ordnung, denn so muss sich jeder auch irgendwo positionieren. Ja, auf welcher Seite möchte er stehen? Das erste Mal haben wir das ja 2015 erlebt, also durch die Masseneinwanderung, die ja einen tiefen Graben durch unser Volk gezogen hat. Die einen waren natürlich dafür, ja, diese armen Menschen, wir müssen denen alle helfen. Und die anderen, ja, haben dann mal gesehen auf der Domplatte zu Silvester, was denn diese Bereicherung im Endeffekt bedeutet, nämlich Menschenjagden und alles andere als Freiheit, sondern Einschnitte. Ja, dann sehen wir natürlich weiterhin die Globalisierung als Prozess der Ausbeutung und die Konzentration des Wohlstandes dieser Welt auf wenige Familien, Verknappung der Ressourcen. Da kommt noch obendrauf der Klimawahn, den wir jetzt alle zu spüren bekommen, also quasi ja das Zurückkatapultieren in die Steinzeit einer Industrienation. Und jetzt ganz aktuell der Corona-Irrsinn mit dem Lockdown und den damit einhergehenden Existenzvernichtung. Ja, und jetzt kommt noch mal der große Hammer, die Impfpflicht. Ja, und das sind im Grunde genommen auch wieder so alles so Verschwörungstheorien, die sich ja im Endeffekt dann auch als Verschwörungspraxis entpuppt haben. Neulich hat sich noch das Netz drüber lustig gemacht. Ich glaube, es war sogar Anfang dieses Jahres, als Kretschmann noch sagte, nein, eine Impfpflicht wird es nicht geben und niemand wird in seinen Freiheiten beschnitten. Glauben Sie das nicht? Das sind Fake News, das sind Verschwörungstheorien. Ja, und die Halbwertszeit der Aussagen der Politiker, das ist ja mittlerweile bekannt, die sind relativ kurz. Ja, und radikale Positionen, die finden nur dann einen Resonanzraum,
wenn die Umstände ebenso radikal sind und nach grundlegenden Veränderungen schreien. Es gibt natürlich auch nicht nur die eine Strategie, die man immer anwenden kann, sondern die Umstände bestimmen ja auch die Aufnahmefähigkeit der Menschen. Und das muss man immer anpassen, also wie wir unsere weltanschauliche Arbeit nach außen hin gestalten. Ich wage einfach mal zu behaupten, dass unsere Generation einen erheblichen Einfluss auf die Geschicke der Zukunft ausüben wird. Also ich denke nicht, dass wir jetzt die Letzten sind, die da irgendwie das Rad noch rumreißen können. Aber ich denke, dass mit der Plandemie, so möchte ich es mal bezeichnen, ein Werkzeug geschaffen wurde, das ja auf dem ganzen Planeten funktioniert. Also es ist ja nicht so, dass wir das einzige Volk auf der Welt sind, die darunter zu leiden haben, sondern das ist eine weltweite Geschichte. Und daraus ergeben sich auch wieder neue Bündnispartner für uns. Das Thema Corona, das ist leider häufig der Fall, dass jede Diskussion auf eine pseudoreligiöse Ebene gehoben wird. Wir haben ja im Westen leider eine verarmte Spiritualität, da sucht man sich seine Ersatzdrogen. Und zum einen ist es natürlich das Einwanderungsthema, wo es entweder nur anscheinend 100% oder 0% gibt und halt eben jetzt Corona. Das heißt, es fällt schwer, da vernünftige Argumente auszutauschen, weil alles direkt emotionalisiert wird. Und ob sich jetzt jemand impfen lassen möchte oder nicht, das ist in erster Linie eine eigene persönliche Entscheidung. Also ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Der Bayer-Vorstand, der war ja so nett und hat es ausgesprochen, dass es im Grunde genommen eine zelluläre Gentherapie ist und dass ohne Corona wahrscheinlich 95% der Menschen da nicht mitgemacht hätten. Und im eigenen Umfeld sehe ich auch, was das anrichten kann. Hat mit der Hebamme sich unterhalten und die Hebamme sprach dann von eine Häufung von Totgeburten. Also die hatten eine Totgeburt im Jahr und jetzt hatten die von März bis August 10 Totgeburten bei doppelt geimpften Müttern. Plus eben Kinder, die mit Behinderungen oder mit degenerativen Erscheinungen geboren worden sind. Und wenn ich überlege, allein die Hebamme hatte 10 Totgeburten zu verzeichnen, allein das ist schon doppelt so viel, wie laut Statistik offiziell Kinder an Corona 2020 gestorben sind. Das waren, glaube ich, 5. Und da sieht man ja auch diese Unwissenschaftlichkeit mit oder an Corona. Ich muss das hier nicht ausbreiten, ihr wisst das. Kind fällt vom Dach. Beim Spielen wird positiv auf Corona getestet, also ein Corona-Toter. Oder Menschen mit Krebs im Endstadium. Also diese Zählweise, die ist sehr unwissenschaftlich. Und allein das sollte uns schon mal zum Hinterfragen drängen, ob das denn alles tatsächlich so stimmt, was man uns erzählt. Ich möchte auch nicht über Sinn oder Unsinn von Impfung sprechen oder wie das Thema Corona zu bewerten ist. Das habe ich ja in Podcasts und meinen Beiträgen zu Genüge getan. Worum es mir aber geht, ist, dass wir begreifen, dass wir uns da nicht auf dieses Emotionalisieren einlassen sollen. Denn ich bin auch überzeugt, dass am Ende Geimpfte wie Ungeimpfte auf der Straße stehen werden. Wenn ich da mit meinen Kollegen spreche, die haben die Schnauze voll, die sagen, die haben uns verarscht. Ja? Der eine hat Johnson & Johnson, sagt, mir haben sie erzählt, einmal impfen und ich bin durch. Ja, nix da, Pustekuchen. Ja, der andere sagt, ja, ich habe ja schon zweimal AstraZeneca, jetzt soll ich zum dritten Mal hin. Also die haben selber keinen Bock mehr. Ja, es ist ja nicht so, nur weil einer geimpft ist, ist er verloren. Ganz im Gegenteil, da ist noch eine Menge Potenzial für uns drin. Das Thema alte Rechte, neue Rechte, das ist ebenfalls bekannt. Da habe ich mich in der Vergangenheit auch zu geäußert. Da möchte ich jetzt nicht extra drauf eingehen. Aber gerade jetzt scheint es eben umso überflüssiger, diese Grenzen zu ziehen. Man kann natürlich seine kostbare Lebenszeit vergeuden und jetzt darüber streiten, welche rechte Facette ist denn nun im Recht, hat es besser gemacht als die andere. Oder aber man lässt es und setzt seine Energie für Großes und Schöpferisches ein. Und unsere Lebensspanne, die ist so kurz. Also jeder von uns ist ja im Grunde ein Staubkorn im Universum, wenn überhaupt. Und wenn man mal diese Relation zum Ego von bestimmten Leuten sieht, dann erkennen wir, wie Sinnlosigkeit und überflüssig Dinge sind. Strahlkraft, das hat einzig und allein die Tat. Also wenn man etwas
tut, dann ist das so wie wünschen, nur um einiges effektiver. Und zu tun gibt es jede Menge und jeder findet sich ja irgendwo wieder, wo er sich einsetzen kann. Gerade jetzt, bei der Situation, die wir erleben, haben sich sehr viele kritische Gruppen gegründet. Egal ob Querdenker oder impfkritische Bürgerbewegung. Zu den Querdenkern möchte ich mal was sagen. Da wird immer schnell gesagt, kontrollierte Opposition. Ja, genauso wie bei Pegida damals. Ich glaube, so weit müssen wir gar nicht gehen. Im Grunde genommen scheitern die meisten Gruppen an persönlichen Schwächen. Also im Grunde genommen können sich die Geheimdienste eine Tüte Popcorn nehmen, zurücklehnen und die Show genießen. Ja, dann hat man nämlich schnell wieder irgendjemanden, der dann an Führeritis erkrankt und sagt dann, nee, ich mache jetzt mein eigenes Orga-Team. Und dann hat eine Bewegung 5 Orga-Teams und dann hat es die Sache eh gegessen. Ja, also das mal zum Thema dieses kontrollierte Opposition. Ich hatte neulich noch ein Gespräch mit jemandem, der macht es, also ich will jetzt auch nicht sagen, wer das war, kann ich vielleicht nachher mal in kleiner Runde berichten. Und der fing dann einfach nur an, ja, sobald jemand von den Öffentlich-Rechtlichen erwähnt wird, ist das für ihn kontrollierte Opposition. Finde ich komisch. Was hat das denn damit zu tun? Über mich hat man ja auch schon berichtet, dann wäre ich ja auch kontrollierte Opposition. Und zumindest ich weiß es ja, dass ich es nicht bin. Und ich hoffe, ihr als meine Fanboys wisst es auch. Genauso, wenn jemand erfolgreich ist, wenn jemand noch nicht gelöscht wurde, dann kann das ja nur ein Spitzel sein. Dann frage ich mich, wie sieht denn dann erfolgreiche politische Arbeit aus? Und wenn ich sage, jeder, der Erfolg hat, der hat ja nur Erfolg, weil das ein Spitzel ist, dann können wir ja nie Erfolg haben. Also allein schon aus dieser Logikhaltung heraus, die ist natürlich vollkommen unsinnig. Das ist Defätismus. Ja. Das heißt, wir setzen ja jetzt nur auf die Pferde, die eh nicht gewinnen können, dann sind wir aber authentisch. Das ist natürlich Unsinn. Meine Impfrebell-Kampagne, die hatte ich mal initiiert, als es richtig losging. Ich habe mal Kontakt aufgenommen zu impfkritischen Bürgerbewegungen und Vereinen. Die waren da auch sehr angetan von. Das Flugblatt, was ich selber auch zum Kauf anbiete, zum Selbstkostenpreis, ist mittlerweile zwischen 25.000 und 30.000 Mal bestellt worden. Also eine ordentliche Reichweite. Und dazu kommt ja noch, dass ich die Datei für das Impfblatt, die gibt es ja kostenlos zum Runterladen, da sind auch noch jede Menge unterwegs gewesen und haben die selber gedruckt und verteilt. Fotos von so Verteilaktionen, die findet man auch auf der Kampagnenseite. Also da wurde auch wieder so ein Lager- und länderübergreifender Widerstand, der sich da formiert. Weil, wie gesagt, Corona ist ja etwas, was von den Eliten global genutzt wird, um halt eben gewisse Interessen ja, durchzudrücken. Schlagworte Great Reset, Weltwirtschaftsforum, kann man sich alles auf der Seite durchlesen, was damit bezweckt wird. Und deswegen ja, ist es halt essentiell, auch hier so einen gemeinsamen Nenner zu finden. Denn mal angenommen, die Eliten, die gewinnen, dann ist es doch vollkommen egal, ob einer altrechts oder neurechts ist. Dann ist es auch vollkommen egal, ob einer ein Linker oder ein Rechter ist oder selbst ein Migrant oder ein Deutscher. Weil wenn diese transhumanistische Gesellschaft umgesetzt wird, da zählt keine Familie und keine Abstammung. Das Einzige, was zählt, ist dann die neueste Version von irgendeinem Computerchip, den man uns eingepflanzt hat. Und den haben andere für uns programmiert. Und das ist dann die absolute Fremdbestimmung durch Big Tech und Big Data. Und hier komme ich zum wichtigsten Punkt oder zum ersten wichtigen Punkt, nämlich der gemeinsame Nenner. Ich bin weder Christ noch Zeugen Jehova. Das ist den meisten von euch ja sicherlich bekannt. Obwohl die Zeugen Jehovas, die hatte ich damals öfter mal zum Kaffee eingeladen, wo ich Zeit hatte, kamen dann immer klingeln und haben gesagt, Mensch, Herr Krämer, sind ja so nett. Die hießen auch Krämer, genau wie ich, aber anders geschrieben. Und sie reden ja immer so gern mit uns. Ne? Manche, ja, warum auch nicht? Sie machen ja auch einen netten Eindruck. Sind für Familie, gegen Drogen, treten hier ordentlich auf. Da habe ich sogar mal zum Kaffee eingeladen. War so ein Ehepaar. Mit ihm kam ich ganz gut klar, er gab mir dann auch immer wieder Recht und sie mir dann die Seite, nein, und gibt dir nicht so viel Recht. Und dann kamen dann wieder irgendwelche Bibelzitate. Ja, worauf will ich hinaus? Klagemauer TV machen zum Beispiel sehr gute Videos, die gerade das Thema Great Reset und Klaus Schwab ansprechen, was hinter dem Corona-Irrsinn steht. Und die teile ich auch. Ja? Ich bin kein Christ, ich bin kein Zeuge Jehovas, aber wenn die Inhalte passen und mit mir kompatibel sind, dann habe ich absolut kein Problem, solche Inhalte eben auch zu teilen. Und darauf kommt es halt eben an.
Werden wir es schaffen, jeden Einzelnen von der Richtigkeit unserer Ideen zu überzeugen? Werden wir natürlich nicht. Das ist jedem von uns klar. Wir werden diejenigen überzeugen, die für unsere Ideen und Ansichten offen und empfänglich sind. Und das liegt nun mal in der Natur der Sache. Und das ist auch eine Art, ja, Selektion als evolutives Werkzeug. Wer in der Lage ist, mal seine Filterblase zu durchbrechen, sich umzuschauen, vielleicht mal in andere Filterblasen reinzusehen, zu sehen, okay, da gibt es Gemeinsamkeiten, lass uns mal unsere Filterblasen zusammenschieben, dann haben wir schon mal eine größere. Der hat auf jeden Fall einen evolutiven Vorteil gegenüber denen, die das nicht können. Nietzsche, der sagt, aber ich sage, was fällt, das soll man auch noch stoßen. Das alles von heute, das fällt, das verfällt. Wer wollte es halten? Aber ich will es auch noch stoßen. Ja, aus dem inneren Impuls heraus könnte man dem zustimmen. Aber ich möchte dem widersprechen. Ja, dann jeder Akt des Stoßens, der ist ja eine weitere Form von Energieverschwendung. Und wir sollten deshalb denen, die nicht zu retten sind und gar nicht gerettet werden wollen, mit Gleichgültigkeit begegnen. Ne? Also warum soll ich ein Gefecht führen, was ich überhaupt nicht gewinnen kann, und dem meine Aufmerksamkeit schenken? Dann widme ich diese doch lieber nur den Dingen, auf die ich Einfluss habe und die uns alle schlussendlich weiterbringen. Also es geht darum, Prioritäten zu setzen. Ne? Wenn wir begrenzte Ressourcen haben, dann können wir damit nicht rumasen wie sonst irgendwas, sondern wir müssen gucken, wie wir gezielt diese Ressourcen eben gewinnbringend einsetzen. Und auf was hat jeder von uns einen direkten Einfluss? In erster Linie auf sich selbst. Da kann man beginnen. Und wenn man mit sich selbst im Einklang ist, dann ist man auch in der Lage, nach außen zu wirken und unser direktes Umfeld zu erreichen und vor allem zu begeistern. Ja, also da gehen wir auf eine metaphysische Arbeit, die Menschen inspirieren, und das schaffen wir mit Emotionen, also nicht nur mit Zahlen und Fakten, die können wir natürlich immer bringen und belegen unsere Aussagen, aber wir sehen ja gerade an unserer Gegenseite, wie die es immer schaffen, auch mit stumpfsinnigen Sachen, aber Emotionen halt eben rüberzubringen, die Menschen dafür zu begeistern, in die komplett falsche Richtung zu rennen. Und was hindert die Menschen daran, stark zu sein, um nicht komplett in diese Sinnfrage auszuufern, möchte ich mich auf zwei Punkte beschränken. Haben wir zum einen das psychologische Konstrukt der Schuld. Und Schuld funktioniert nur, wenn alle Beteiligten die Spielregeln akzeptieren und annehmen. Spielregeln kann man auch nur dann aufstellen, wenn man Macht besitzt. Und dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, spielen denn die Mächtigen fair? Und das tun sie eben nicht. Die tun das im Grunde genommen nur, um ihre Machtposition auszubauen. Also das sind manipulative Werkzeuge. Und deswegen können wir auf dieser Ebene nur verlieren. Und das oberste Gebot der Stunde für nach Freiheit strebende Menschen ist, dieses Prinzip zu erkennen und es abzulehnen und nicht zu verinnerlichen. Denn Schuld ist etwas, was im Inneren des Menschen, im Geist wirken kann. Und hier spreche ich von mentalen Schutzbarrieren, die wir aufbauen müssen, um ein geistiges Immunsystem zu stärken. Und das ist auch der erste Schritt zur Heilung, also diese Erkenntnis. Und das ist auch das, was ich vor ein paar Jahren gesagt habe, als ich im kleinen Kreis die Mitstreiterschaft ins Leben gerufen habe, dass es nicht darum geht, um herkömmlichen Aktivismus nach außen, sondern um Evolution von innen heraus. Schuld, das weckt in uns ganz spezielle negative Emotionen. Man fürchtet sich ja davor, schuldig zu sein, anderen etwas zu schulden. Man gerät in die Defensive. Und das führt zum zweiten Punkt, auf den ich eingehen möchte. Der schwächt uns, und unsere Gegner wird dazu gleichzeitig zu einer Machtposition verholfen. Und das ist die Angst. Angst als Gefühl, das macht uns angreifbar. Die lähmt uns, die Gedanken werden vernebelt, führen uns zu irrationalen Handlungen. Angst ist ja von Natur aus nichts Schlechtes, also das ist ja ein evolutiver Trieb, der kann uns vor Gefahrensituationen schützen, dass wir weiterleben. Jemand, der keine Angst hat, der ist lebensmüde, ja, ganz klar. Aber das Problem ist, wenn man nur noch mit Angst gefüttert wird, dann entwickelt man Phobien.
Das gehört dann quasi zu einem pathologischen Befund. Das sehen wir jetzt auch gerade wieder Corona. Ich meine, das Thema lässt uns ja nicht los. Als dieses Papier der Bundesregierung publik wurde, dass man diese Angst streuen soll. Kleine Kinder können Oma und Opa umbringen mit einem Virus, das sie irgendwo auf ihrer Haut tragen. Jeder von uns ist ja ein potenzieller Überträger eines Killer-Virus. Und deswegen sehen wir auch gerade bei jungen Menschen eine Häufung von psychologischen Problemen. Also wir werden damit noch länger zu tun haben. Und ohne Angst gibt es natürlich auch keinen Mut. Und Mut entsteht eben aus Überwindung von Angst. Und das muss man eben in Gleichgewicht bringen. Ja? Also wenn wir diese Angst entwickeln, das bringt uns wieder aus unserer Mitte heraus und macht uns anfällig für Krankheiten. Und wenn wir krank sind, sind wir schwach und aus der Schwäche resultiert wieder die Stärke unserer Gegner. Und das ist ein Teufelskreis und den müssen wir eben durchbrechen. Und wie schaffen wir es, den Teufelskreis aus Schuld und Angst zu durchbrechen? Und wie können wir im besten Falle auch andere Menschen dabei helfen? Wir definieren uns ja in erster Linie durch Inhalte und nicht durch Etiketten. Die kriegen wir zwar immer von anderen aufgedrückt. Und eben durch diesen besagten Mut, eine lebensrichtige Weltanschauung zu formulieren und zu verkörpern. Und wir fragen ja nicht nach Beliebtheit oder nach Gesellschaftsfähigkeit, sondern es geht uns darum, schlicht und ergreifend, ob eine Sache richtig ist oder falsch. An dieser Stelle treten immer die Bedenkenträger der Anschlussfähigkeit auf den Plan. Ich habe nichts gegen Anschlussfähigkeit, logisch, wir wollen ja Menschen erreichen, aber eben nicht um jeden Preis. Und die Wertemaßstäbe einer egalitären Gesellschaft, die haben für uns überhaupt keine Verbindlichkeit. Und allein diese Tatsache nimmt der Grundlage von Schuld schon ihre Substanz. Und das ist etwas, wo ich mich wundere, dass die meisten Menschen überhaupt nicht drauf kommen. Ja, also diese Ebene zu verlassen, wo diese Schuld überhaupt existiert. Denn wenn ich dieser Emotion ja keine Aufmerksamkeit schenke, dann verliert die ihre Macht. Das ist genauso, wenn Sprachen nicht mehr gesprochen werden, dann sterben die aus. Ja, und wenn Völker sich aufgeben, weil sie sich selbst nicht mehr bewusst sind, dann verschwinden die. Und genauso verhält es sich mit der Schuld. Ich möchte ja auch nicht missverstanden werden. Also Moral, Verantwortung, das möchte ich nicht in Abrede stellen. Es ist aber eine komplett andere Ebene, wenn ich eine zwanghafte Vorstellung von Schuld habe und bereitwillig alles auf mich nehme, was irgendwo in der Geschichte daneben gegangen ist. Also aufsauge wie ein Schwamm. Weiße tragen ja Schuld am Klimawandel. Die sind schuld, dass Schwarze im Gefängnis landen, weil Mathe rassistisch ist, sind ja Migranten so schlecht in der Schule. Deutsche sind ja auch schuld an der an den Kolonialverbrechen Englands. Das wird jetzt natürlich so explizit nicht gesagt, aber da sind plötzlich nur die weißen Europäer schuld, was das angeht. Das heißt, da wird überhaupt gar keine Grenze gezogen. Auch das Black Lives Matter-Narrativ, das ist ja angeblich antirassistisch und an Widersprüchlichkeit eigentlich überhaupt nicht zu überbieten. Also Antirassismus, da sagt er, es gibt keine Rassen. Dann alle Menschen stammen aus Afrika, also dieses Out-of-Africa-Narrativ. Und jeder Mensch, der definiert sich ja nicht durch seine genetischen Anlagen, sondern durch kulturelle Prägung. Wenn man dieses Narrativ schlucken würde, dann müsste man noch sagen, ja, wir können denn dann Weiße, Schwarze ausbeuten, wenn wir doch alle Afrikaner sind. Ja, also gerade aus Amerika, wenn man diesen Wirtschaftspatriotismus sieht, da spielt doch eigentlich die Hautfarbe, dürfte gar keine Rolle spielen, sondern einfach nur, was auf der Plastikkarte steht, welche Staatsbürgerschaft jemand hat. Und das ist ja schon dieser totale Widerspruch. Aber so lässt sich eben dann kein Opfermythos aufbauen und auf der anderen Seite niemanden mit Schuld beladen. Und dieses Konstrukt, das funktioniert dann einfach nicht. Und deswegen kommt man um den Rassebegriff ja eigentlich auch gar nicht rum. Und das ist wieder diese Beliebigkeit der Regeln. Ja? Also wenn es darum geht, die Identität von Weißen zu zerschlagen, da gibt es keine Weißen, es gibt keine Rassen. Wenn es aber darum geht, Schuld zu verteilen, dann ist es plötzlich ganz leicht, die ethnische schuldige Rasse zu umschreiben oder zu umreißen. Oder auch einfach die Behauptung, was dann immer erzählt wird, Rassismus kann ja nur von Weißen ausgehen. Also diese Definition ist ja schon rassistisch per se. Oder Rassismus kann nur von einer Mehrheitsgesellschaft ausgehen. Das erzählt man uns ja auch, um diesen Opfermythos von den Migranten wieder zu festigen. Gehe ich gerne mit, dann sage ich aber,
die Weißen stellen 7% der Weltbevölkerung. Wie sollen denn 7% der Weltbevölkerung rassistisch oder strukturell rassistisch gegen 93% der Weltbevölkerung sein? Oder in Südafrika haben wir 8% Weiße. Das heißt also, nach antirassistischer Logik kann eine Minderheit nicht rassistisch sein. Und darüber beschweren sich die schwarzen Afrikaner über ein ehemals rassistisches Regime. Also absolut krank. Und das sind auch wieder so Chancen, wo ich sehe, für uns, dass wir da reinpreschen können und eben mit dem klaren Benennen von Fakten auch ruhig emotional rüberkommen, dass man diesen die Maske vom Gesicht reißt. Um dieser Form von Schuld zu begehen, da kann man auch ruhig mal in die Offensive gehen. Es gibt Völker, es gibt Rassen und ja, es gibt auch Geschlechter, um das mal biologistisch festzuhalten. Und wer sich das nicht traut, solche simplen Tatsachen auszusprechen, dann muss sich natürlich fragen lassen, ob er überhaupt es ernst meint, wenn er davon spricht, man wolle ja dem Zeitgeist widersprechen oder gar einen Systemwechsel herbeiführen. Und der politische Gegner, der wird es natürlich nicht honorieren, wenn wir uns auf dieses Spielchen einlassen, bestimmte Begriffe nicht mehr verwenden, denn alles andere, was wir auch tun, wird ja genauso toxisch und vergiftet. Und jedes Zurückweichen, das ist ein Bieten einer offenen Flanke, die man als Angriffsfläche bietet. Und das dürfen wir eben nicht zulassen. Und deswegen müssen wir unsere Standpunkte klar und deutlich definieren und daran festhalten und mit der Zeit für Akzeptanz zu sorgen. Ja, und wenn nicht wir diese Konstante darstellen, diese Wahrheiten aussprechen, wer soll das sonst tun? Also diejenigen, die ständig ja noch auf der Suche nach sich selbst sind, die sind ja kein Maßstab für uns. Der Maßstab sollen wir ja sein. Und wie manifestiert sich nun dieses Denken im Hier und Jetzt? Also keiner von uns glaubt daran, dass der Parlamentarismus Lösungen bietet oder Parteienpolitik. Das sind temporäre Werkzeuge, nicht mehr. Man muss sich ja nur mal die letzte Wahl anschauen, jetzt mal vollkommen gleichgültig, ob da manipuliert wurde oder nicht. Jeder, der einen YouTube-Kanal hat, der wurde ja 3 Tage vor der Bundestagswahl medial bedroht, dass wenn er sogenannte Fake News verbreitet oder die Gültigkeit der Wahl anzweifelt, muss er mit Löschung rechnen. Ich glaube, es waren 2 Tage nach der Wahl, da fing schon die Berliner Zeitung an zu berichten von Unregelmäßigkeiten bei der Wahl. Ja, also auch wieder etwas, was wir vorausgesagt haben, weil wir wissen, wie demokratische Wahlen funktionieren. Natürlich kommt auch noch die Unzurechnungsfähigkeit der Wähler mit dazu. Die ist uns ja auch bekannt. Deswegen halte ich ja sowieso ein allgemeines Wahlrecht für sehr kontraproduktiv. Und deswegen bleibt eigentlich nur der metapolitische Weg als ja, wichtigsten Schritt, den wir gehen müssen. Ebenso, wir hatten es heute schon beim Frühstück kurz angerissen, was denn so die Fehler aus der Vergangenheit sind. Exzessiver Aktionismus, Demotorismus, also sich selbst zu verbrennen. Das sind die Lehren der Vergangenheit und deswegen ja, treten wir seit einem halben Jahrhundert auf der Stelle. Die Problematik geht natürlich noch tiefer. Ein Punkt zum Beispiel, den möchte ich auch noch ansprechen. Ich bin jetzt seit ungefähr 30 Jahren aktiv und wir waren irgendwie unserer Zeit voraus, möchte ich mal sagen. Also wir haben ja schon vor 30 Jahren die Zustände beschrieben, die jetzt eintreffen. Aber es war eben nicht dieser besagte Resonanzraum da. Wenn es den Leuten gut geht, die haben ein Auto in der Garage, gut bezahlte Arbeiten, Häuschen, fahren in Urlaub, da sagen die sich natürlich, was wollt ihr? Es ist doch alles gut. Ja, es fehlt dieses vorausschauende Denken, was wieder vom Materialismus begraben wurde. Und deswegen haben wir auch überhaupt gar keinen Anschluss gefunden. Und jetzt, wo eben diese ganzen Einschnitte, die Verfallserscheinungen deutlich sind für alle Bereiche unserer Gesellschaft, da ist es natürlich viel leichter für Leute, die jetzt aktiv werden, also die neue Rechte und halt eben ja diese oder auf diesen Verfallserscheinungen ihre Argumentation aufbauen können. Und deswegen ist es ja auch so, dass eine Partei wie die AfD auch so einen großen Zuspruch hat. Also muss man ja schon sagen, wir sind ja schon weiter als vor 20 Jahren. Ich erinnere mich an Demonstrationen mit meiner Kameradschaft, da waren wir 15, 20 Leute. Ja. Also das ist grotesk eigentlich, wenn man sich heute mal anschaut, dass es problemlos ist, mal 1000 Leute auf die Straße zu kriegen. Das sind eben so die Fehler, aus denen wir lernen müssen.
Ja, und was machen die, die damals gelacht haben über unsere Argumentation? Die sind dann entweder bei der AfD, wählen die, oder aber immer noch total lernresistent, bewerfen die neuen Siedler mit Teddybären, heißen sie willkommen mit dem Silbertablett, worauf ihnen alles präsentiert wird, ja, Wohnraum, Bargeld, alles Mögliche. Oder eben sie betteln darum, dass das BRD-Regime doch bitte über eine CO2-Steuer ihnen noch das letzte sauer verdiente Geld rauspresst. Und das wird dann 1:1 in eugenische Maßnahmen gesteckt. Wir erinnern uns ja an Jascha Monk, der sagte in den Tagesthemen frech und frei, dass in Westeuropa ein Experiment stattfindet, eine monoethnische Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Ja, also Rassenwahn im Grunde genommen. Denn die sogenannte Buntheit, die entsteht ja immer nur, wenn wir weichen. Also wenn es uns gar nicht mehr gibt, dann ist die Buntheit erfüllt. Auch wieder so ein Paradoxon. Ja, man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, was man womit erreichen will. Und wenn wir über die rechten Facetten sprechen, dann möchte ich noch kurz auf den Unterschied zwischen Szene und Bewegung eingehen. Szene ist ja in erster Linie Erlebniswelt, das, was man als Subkultur bezeichnet. Die Grenzen zur Bewegung, die sind dabei fließend. Aber daraus resultiert, dass der Anspruch, den ich ja an eine Bewegung stellen kann, die kann ich ja nicht an eine erlebnisorientierte Szene stellen. Kann ich machen, aber dann werde ich immer enttäuscht bleiben. Und klar ist es logisch, dass die Presse gerne die Szene oder sagen wir mal unvorteilhafte Szenebilder verwendet, um das gegen alle Rechten, also auch gegen die Bewegung auszuschlachten. Das ist natürlich jetzt nicht überraschend, ja, das ist uns klar. Nur sehe ich das so, dass wenn ich zu etwas keine Nähe habe, muss ich auch nicht auf Distanz gehen. Ne? Und bei der anderen Seite sieht es ja genauso aus. Wenn wir uns irgendwelche Antifa-Demonstrationen anschauen mit exzessiver Gewalt, wo dann auch ein paar etablierte Parteien mit vertreten sind, da sieht man ja keinen, der sich im Nachhinein davon distanziert. Ja? Man sagt, ja gut, wir waren da. Natürlich hat die Presse, haben die natürlich ein Heimspiel. Aber das Einzige, was die machen, die versuchen ihre Agenda durchzudrücken und verschwenden nicht ihre Energie, sich irgendwo rauszureden oder sich zu distanzieren. Und das ist genau das gleiche Verhalten, was wir auch machen müssen. Wenn einer irgendwie ankommt mit sinnlosen Anschuldigungen, macht man so, so ein Fussel. Ja, und das war's. Da lässt man sich gar nicht drauf ein. Wie sieht zusammengefasst die Übertragung solcher Erkenntnisse, die ich euch jetzt vorgetragen habe, in der Realität aus? Natürlich jetzt das Rad nicht neu erfunden, das ist alles nicht neu, was ich sage, aber gerade jetzt in der sich zuspitzenden Situation sehe ich halt eben Chancen, da voranzukommen. Also erstens, ich habe mich mal auf drei Lösungsansätze beschränkt. Erstens, weiterhin Überzeugungsarbeit leisten, ohne kostbare Ressourcen an jene zu verschwenden, die eh nicht zu retten sind und die gar nicht gerettet werden wollen. Zweitens, die innere Überzeugung bewahren, verkörpern und vor allem Lebens- und Erlebnisräume schaffen, fernab der multikulturellen Verfallserscheinungen oder des Corona-Regimes, ohne in Sektenhafte zu verfallen. Drittens, Zusammenarbeit aller konstruktiv agierenden Rechten, unabhängig vom organisatorischen und parteilichen Hintergrund, darüber hinaus strategische Querverbindungen zu nicht rechten, aber systemkritischen Gruppen schaffen. Also, mal angenommen, eine Gruppe von Buddhisten ist für Freiheitsrechte, dann sind das meine potenziell Verbündeten. Ich sage ja nicht, ich widerspreche euch jetzt aus Prinzip, weil ihr Buddhisten seid oder Fremde, sondern da müssen wir alle an einem Strang ziehen. Punkt 1 bei der Überzeugungsarbeit, also die Agitation nach außen, da sollten ja Medienschaffende sowieso, aber auch jeder andere, der irgendwie in der Lage ist, sage ich mal, soziale Kompetenz besitzt, also der sich vernünftig ausdrücken kann, der sollte jedes Angebot nutzen. Ja, also die Projektionsfläche ist es ja, was wir brauchen, um unsere Inhalte eben nach außen zu tragen. Das kann eine Diskussion sein auf sozialen Netzwerken, auch wenn es da natürlich immer zu Zensurmaßnahmen kommt. Aber ich muss sagen, ich habe da auch schon gute Diskussionen geführt, unemotionale Gespräche. Und irgendwo führt das ja auch zu Erkenntnisgewinn auf allen Seiten, wenn man es klug anstellt. Man
tritt logischerweise von Seiten des Mainstreams nicht fair an uns heran. Ihr kennt ja mein Interview mit dem Herrn Feldmann vom NDR. Das war sowas, man ist auf mich herangetreten vom Mainstream, hat gesagt, ja, wir würden gerne mit Ihnen sprechen. Habe ich gesagt, ja, können wir alles gerne machen, aber ich möchte alles selber filmen und also die Deutungshoheit meiner gesprochenen Worte nicht abgeben an Leute, die sowieso gegen mich sind, sondern selbst darüber bestimmen, wie ich mich dann präsentiere. Und das Ergebnis war, ich habe dann alles mitgefilmt, habe auch alles dann ins Netz gestellt. Das war die Folge, wie hieß sie? Aktiv an der Medienfront oder so ähnlich. Und ja, die Gegenseite hat nichts davon verwendet. Wahrscheinlich A, weil ich nämlich das Material habe in voller Länge. Auch wenn ich nicht die Reichweite habe, wie Steuerung F zum Beispiel. Aber es ist ja immer schlecht für die, wenn irgendjemand dann tatsächlich das Ganze irgendwo einstellt. Ja, und zweitens hat sie dann die Runde gemacht. Und der Feldmann hatte mich überlegt gerade, das war Ende letzten Jahres, genau, ist jetzt fast ein Jahr her. Da hat er mich nochmal kontaktiert und meinte, ja, Herr Krämer, Sie hatten das ja schon veröffentlicht. Wir würden das aber jetzt demnächst zeitnah für eine eigene Doku verwenden, ausschnittsweise natürlich. Das war ja auch so abgemacht. Ich habe nichts mehr gehört, also anscheinend hat das doch nicht funktioniert, das irgendwo zu missbrauchen, hätte ich fast gesagt, also so zusammenzuschneiden, dass es denen in den Kram passt und ich dann irgendwie doof aussehe. Oder mein Gespräch mit dem Seitensprung-Magazin, das war 2011, schon was länger her, das ging dann auch medial rum. Kennt ihr ja sicherlich, ist auch abgedruckt in meinem Buch komplett. Da hatte mich dann ein Bekannter angeschrieben, hier Frank, über dich reden sie gerade im Radio. Wir waren gerade auf dem Weg zu euch. Und da hieß es dann, wie kann es sein, dass mit Steuergeld finanzierte Uni-Zeitschriften, in dem Fall war es eine Zeitschrift, einem Rechtsradikalen eine Plattform bietet. Ne? So, und da hat man sich natürlich auch darüber pikiert, dass ich das ungekürzt ins Netz gestellt habe. Das waren nachher, ich glaube, 12 DIN A4 Seiten, abgedruckt waren dann 5 mit den absolut weichesten Aussagen von mir. Also das, die ganzen knackigen Sachen haben die rausgeholt und draußen gelassen, war natürlich auch schade. Aber wie gesagt, alles selbst veröffentlicht. Ich glaube, die Taz hat dann noch getitelt Entlarvung fehlgeschlagen. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und natürlich die eigenen Kanäle. Also jetzt vor kurzem wurde ja wieder mein Telegram-Kanal mit 6.500 Abonnenten gelöscht. Meine Facebook-Seite, die war dran gekoppelt, hat man direkt mitgelöscht. Und deswegen ist es immer wichtig, dass wir auch wieder auf die gute alte Netzseite zurückgehen, wo wir also nicht über diese sozialen Plattformen ausgeliefert sind, der Gnade derer, die uns ja sowieso bekämpfen wollen, sondern dass wir da eigenständig sind. Oder Multikulti trifft Nationalismus, muss ich auch keinem nochmal erklären, worum es darum geht. Einzig und allein. Einen Satz möchte ich zitieren, der Herr Niggemeier, freier Journalist, hat auf der Bundeszentrale für politische Bildung auf der Netzseite einen Hetzartikel geschrieben und den einen Satz, der sagt eigentlich alles aus, ich zitiere, verschwunden ist vor allem die Möglichkeit, der Medien als Gatekeeper zu agieren, zu bestimmen, welche Informationen die breite Öffentlichkeit erreichen und welche nicht. Ja, das sagt eigentlich alles aus und fühle ich mich bestätigt. Und bei dem Projekt war es auch so, klar, ich will nicht Leute mit dem Projekt überzeugen, die eh schon so denken wie wir, aber ich habe so viel positive Resonanz von normalen Bundesbürgern bekommen, die haben gesagt, wenn das Nationalismus ist, dann bin ich auch Nationalist. Und das war ganz interessant. Auf Facebook gibt es ja in dem Konto diesen Spam-Ordner, den habe ich irgendwie nie gesehen. Auf einmal klicke ich da drauf, ja, 273 Nachrichten. Und das waren dann alles Nachrichten von irgendwelchen Leuten, die darauf gestoßen sind. War natürlich ein paar Beleidigungen dabei, kommt man nicht drum rum. Aber absolut positive Resonanz und somit hat uns auf jeden Fall das Projekt weitergebracht. Anfangs sprach ich ja davon, dass man Energie nicht an Menschen vergeuden soll, die hoffnungslos verloren sind. In diesem Falle macht es aber trotzdem Sinn, auf diesen sozialen Plattformen oder in Diskussionen, die man dann wieder veröffentlichen kann, nämlich, das nenne ich da mal oder eine Herstellung von Anschauungsmaterial, weil es geht ja darum, wenn ich mit jemandem diskutiere, der anders denkt, dann in der Regel will ich den ja nicht überzeugen,
sondern diejenigen überzeugen, die sich das dann anschauen oder die mitlesen. Weil die lesen sich ja auch meine Argumente durch und wenn die im besten Falle besser sind als die Gegenseite, dann besteht die Möglichkeit, diese Menschen zu überzeugen. Das ist quasi die Munition für unseren Infokrieg. Und auch hier wieder, was ich schon am Anfang sagte, wir haben natürlich die Zahlen und Fakten auf unserer Seite, so möchte ich es mal nennen, zumindest auf den meisten Gebieten. Aber eben müssen wir auch die Emotionen wecken als ein mächtiges Werkzeug, um halt eben auch die Psyche und das Gefühlsleben der Menschen zu erreichen. Und ja, da kann man auch mal wieder lernen von der Gegenseite, selbst bei einem erfundenen, bei einer erfundenen Straftat von rechts, dann ist ja schon reflexhaft, sieht man, wie die Leute auf die Straße strömen, keine Ahnung, Armleuchter gegen rechts und wir müssen uns ja wehren. Und wenn dann rauskommt, ja, das war eine erfundene Attacke, sei es, dass sich eine Rollstuhlfahrerin selbst ein Sonnenrad in die Backe ritzt, wie damals in Halle, oder dass irgendwelche Migranten sich selbst die Bude anzünden und mit kreuz und quer mit den Hakenkreuzen in die falsche Richtung ihre Häuserwände beschmieren mit Parolen, mit Rechtschreibfehlern, dann heißt es ja danach immer noch, ja, aber es könnte ja ein rechtsradikaler Anschlag gewesen sein. Ne? Also versucht man das im Nachhinein noch so schön zu reden. Kommen wir zu Punkt 2. Die inneren Überzeugungen bewahren, verkörpern und vor allem Lebens- und Erlebnisräume fernab von multikulturellen Verfallserscheinungen und des Corona-Regimes schaffen, ohne in Sektenhafte abzudriften. Jeder von uns oder die meisten von uns kennen ja den Umstand der sozialen Isolation. Der eine verliert seinen Arbeitsplatz, der andere fliegt aus einem Sportverein raus. Dann geht es natürlich auch um die Kleinsten, also man verbietet den Umgang mit den eigenen Kindern. Und das funktioniert nur, wenn man alleine steht. Das sind also politisch-soziale Phänomene, zu denen sich jetzt auch noch verschärfend der Impfstatus des Kindes gesellt. Ja, also das eigene Kind ist nicht geimpft und die anderen Eltern sind derart konditioniert und sagen, nein, also wenn dein Kind nicht geimpft ist, dann darf es mit meinen geimpften Kindern nicht mehr spielen. Das spitzt sich alles zu. Und da ist es nämlich eben wichtig, dass man ein Umfeld hat, also raus aus diesem Internet, ja, sondern im direkten Umfeld, im besten Falle in seiner Nachbarschaft auf ein Umfeld zurückgreifen kann mit Menschen, die ähnlich oder gleich denken. Ich habe ja bei mir direkt um die Ecke den Freundeskreis Rhein-Sieg mal ins Leben gerufen. Das möchte ich auch immer gerne verzahnen mit euch. Also ein paar von euch waren ja auch schon bei Wanderungen dabei. Und das sind ja Dinge, die kann man ganz einfach organisieren. Ja, also wir hatten neulich nochmal eine Wanderung durch Siebengebirge, da waren wir knapp 15, 20 Mann. Wir hatten auch schon Wanderungen mit 40 Leuten, mit Familien, da sind auch Leute von weiter angereist. Und sehr häufig erlebe ich dann, dass sich Leute einfach dann bei mir bedanken und sagen, ey, vielen Dank fürs Organisieren, endlich mal normale Leute. Ja. Aber das ist ja gar nicht viel zu organisieren. Man sagt, man trifft sich am Parkplatz sowieso, einer sucht eine Wanderstrecke raus und dann trifft man sich und rennt los. Ja, das kann ja jeder machen. Das ist ja nicht, dass man dafür irgendwie großartig Strukturen braucht. Man braucht einfach ein paar Freunde, die sich gesellig zusammentreffen wollen und man macht einfach eine Aktivität, eine Freizeitaktivität. Das Umfeld ist wichtig und hier können wir eben auch von den Erfolgsrezepten anderer profitieren. Wo zieht ein Araber hin, der nach Deutschland kommt? Der zieht dahin, wo andere Araber leben. Ein homogenes Umfeld, das sorgt natürlich dafür, dass man seine Ressourcen nicht an Konflikte vergeudet. Ist bei uns Deutschen leider nicht so. Die meisten von uns leben ja unter Deutschen, haben aber trotzdem die Probleme, weil die halt eben absolut deutschfeindlich indoktriniert sind und durch die mediale Rundumbestrahlung so agieren, wie sie agieren. Aber das wäre ja fatal, das als Ausrede zu nehmen, nichts zu tun oder sich dieser Situation auszuliefern. Zum einen wollen wir ja ansprechbar bleiben, aber weiterhin unsere Inhalte kommunizieren und brauchen dennoch einen Rückzugsraum. Das ist wichtig. Und deswegen ist es ja auch so, dass gerade wir, seit ich politisch aktiv bin, immer Probleme hatten, uns treffen zu können. Da wurden dann Wirte unter Druck gesetzt, Veranstaltungen wurden verboten, es wurden Platzverweise erteilt, weil die Gegner natürlich auch wissen, was so eine Gemeinschaft
so ein Ort, an dem man sich versammeln kann, was das für ein Kraftquell ist. Und deswegen will man diesen Kraftquell eben vernichten, dass wir diesen gar nicht anzapfen können. Das erinnert mich an so eine Szene von Harry Potter. Da ist Harry Potter mit, wie heißt sie, Luna Lovegood, glaube ich, im Wald, und er ist halt voll frustriert, fühlt sich alleine, und da sagt diese Luna zu ihm: Ja, aber vielleicht wollen deine Feinde ja nur, dass du dich so fühlst, als wärst du allein, und du bist es ja gar nicht. Und genauso ist es, versucht man uns durch diese Isolation klein zu kriegen. Und ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, dass es nämlich so nicht ist. Also egal wo, also gerade bei mir, das Umfeld, sei es beim Sport, da werde ich öfter mal angesprochen, oder auf der Straße, da kriege ich nur positive Rückmeldungen. Also von Leuten, die ich so überhaupt nicht kenne. Beispiel, ich wollte mal zum Hermesladen Pakete verschicken. Auf einmal kam da so ein Typ rausgerannt, aus dem Café direkt daneben. Ich dachte schon irgendwie, jetzt gibt's Ärger. Und dann meinte: Hör mal, du machst so die Videos mit diesem Schwarzen, ne? Ich so: Ja. Ey, finde ich total super. Also er ist Russlanddeutscher, also Deutscher, der in Russland geboren ist. Und der meinte: Ja, ich gucke mir das immer mit meinen Kumpels an. Finde mal total super, mach weiter so. Ne? Das sind so die Rückmeldungen, die ich bekomme. Oder eine ehemalige Kundin von einer Firma, wo ich gearbeitet hatte. Ich habe die getroffen auf der Straße, und da meinte: Ach, Herr Krämer, ich wusste ja gar nicht, dass Sie so lange in der rechtsradikalen Szene aktiv sind. Ne? Ich so: Ach, guten Tag. Woher wissen Sie das denn? Ja, Sie waren im Fernsehen. Ne? Ich so: Aha. Was hat man denn da sonst noch alles erzählt? Ja, dass sie so verschiedene Projekte haben und so, ne? Fand ich mal ganz interessant, ne? Grüßen Ihre Frau und Ihre Tochter, ne? Also überhaupt nichts Negatives, und das, muss ich sagen, glücklicherweise durch die Bank, ne? Und da denke ich auch, dass das Gesetz der Resonanz eine Rolle spielt. So wie man sich nach außen gibt, so zieht man ja die Leute auch an. Natürlich ist es nicht so leicht, wenn man sagt: Gut, ich wohne jetzt in einem überfremdeten Viertel, ich packe jetzt meine Sachen und ziehe irgendwo hin, wo es schöner ist. Verstehe ich. Jeder hat Familie oder einen Arbeitsplatz, vielleicht ein Haus, was man abbezahlen muss, und dann kann man nicht von heute auf morgen die Zelte abbrechen. Das muss man natürlich von seiner Lebenssituation abhängig machen. Fakt ist aber, dass es auf lange Sicht wahrscheinlich daraus hinauflaufen wird, dass wir Lebensräume aufgeben müssen, weil die eben faktisch und zahlenmäßig verloren sind. Zumindest temporär, wer weiß, was in 100 Jahren ist. Und nur mal, um ein geschichtliches Beispiel zu bringen: Die Mauren, die haben ja die Iberische Halbinsel mehrere Jahrhunderte besetzt. Also es wird ja viel der Begriff der Reconquista benutzt. Also angefangen hat die Reconquista im Jahre 722 mit der Schlacht von Covadonga. Geendet hat sie 1492 mit der Eroberung Granadas. Also mal läppische 770 Jahre. Und da kann man mal sehen, was wir vielleicht noch vor uns haben. Und ja, dass es eben nicht von heute auf morgen mal so erledigt ist, was wir vorhaben. Und dass unsere Generation vielleicht überhaupt nicht ja, das Ende der Fahnenstange erleben wird. Das ist auch gar nicht wichtig. Und ich gehe davon auch gar nicht aus, dass unsere Generation dieses Ende miterleben wird. Sondern was unsere Aufgabe ist, oder ich sehe meine Aufgabe darin, dass wir Vorarbeit leisten für die nächste Generation, damit die es besser hat als wir. Und im Moment geht es um, ja, Bestandserhaltung. Also es gibt ja Leute, die sagen: Nee, man darf gar nichts aufgeben, auch nicht die westdeutschen Ballungsgebiete. In meinen Augen ist das Selbstbefriedigung, ja, um sich dann auf die Schulter zu klopfen und sagen: Ja, ich bin jetzt der letzte Deutsche hier im Kiez. Ja, und? Wem bringt das was? Ja? Also du kannst Flugblätter verteilen, die Leute um dich herum werden die Sprache wahrscheinlich gar nicht verstehen. Dann nutzt doch deine Zeit und deine Energie und dein Sein, dein Hiersein, und verstärke diejenigen Gruppen, die noch was Positives aussenden können. Ein Freund hat mal einen schönen Satz mir rübergeschickt: Wenn man mit beiden Beinen am Abgrund steht, ist jeder Rückschritt ein Fortschritt. Und genauso ist es. Die Beschaffenheit der echten Rechten muss unter den beiden Gesichtspunkten, die ich jetzt erläutert habe, zum dritten Punkt führen: Zusammenarbeit aller konstruktiv agierenden Rechten, unabhängig von organisatorischen oder parteipolitischen Hintergrund, und mit strategischen Querverbindungen arbeiten zu nicht rechten, aber kritischen Gruppen. Wie gesagt, schon zigmal gehört. Aber ich denke mal, so langsam nähern wir uns dem Punkt, wo das tatsächlich auch in der Praxis funktionieren wird.
Und da stelle ich mir die Rechte vor wie eine Art Gore-Tex-Prinzip mit Lotusblüteneffekt. Klingt jetzt erstmal ganz interessant. Also zum einen wasser- und schmutzabweisend, aber dennoch atmungsaktiv. Bestellbar in Größen S bis 3XL bei Sonnenkreuz. Nee, natürlich jetzt im übertragenen Sinne. Also, dass man zu einem gewissen Grad durch Selektion sich selber schützt, aber dennoch offen ist für neue Menschen, die wir durch unsere weltanschauliche Arbeit überzeugen können, auch wenn die vielleicht nicht von heute auf morgen direkt sich vom Zeitgeist befreien können. Man darf die Leute eben auch nicht überfordern. Ne? Alles braucht seine Zeit. Erkenntnisgewinn, der muss wachsen. Und man muss diesen schmalen Grat gehen zwischen wohldosiertem Aktionismus und halt eben dieser Evolution von innen heraus. Und beides muss sich die Waage halten. Und man darf natürlich die Inhalte nicht aufweichen und auf der anderen Seite nicht in diese sektenhafte abdriften. Das ist ja leider auch so in unseren Reihen. Wenn man nicht direkt 120%ig ist, dann ist man einfach, gehört man nicht dazu. Und das ist eben der total falsche Ansatz. Ne? Es gibt Leute, die sind natürlich schon seit 30 Jahren dabei, dann hat man Leute, die sind vielleicht erst seit 2 Jahren dabei, und dass die eine andere Wahrnehmung haben als ich vielleicht oder du, ist logisch. Ja, das ist, liegt in der menschlichen Natur. Was ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, ist, viele sind ja schnell ausgebrannt durch die ganzen negativen Nachrichten, verlieren vielleicht die Motivation. Ich mache so, ich versuche, diesen ganzen Irrsinn möglichst aus der Vogelperspektive zu betrachten, also das alles nicht so an sich rankommen zu lassen. Mir persönlich hilft das, um dann eine gewisse Distanz zu bewahren. Ja, viele zerbrechen ja an den herrschenden Umständen, weil die eben diese Distanz nicht aufbauen können, alles zu sehr an sich ranlassen. Und wir müssen uns eben im Klaren sein, dass wir einen langen Weg vor uns haben. Wir denken jetzt einfach nochmal an die 770 Jahre Reconquista und wo da unsere Position in diesem Gefüge ist. Und Geist und Materie, das muss sich die Waage halten. Ja? So wie der Materialismus und oder der materielle Wohlstand und der Geist, was ich am Anfang gesagt habe, die Unausgewogenheit, die führt zu Krankheit. Und das ist auf dieser politischen Ebene zu betrachten, also wenn nur in der Materie ist, das sind nur die Heißsporne, die sich schnell verbrennen. Wir müssen es jetzt schaffen, jetzt ist die letzte Schicksalswahl, natürlich Unsinn. Ja. Aber genauso ist es auch verkehrt, die komplette andere Richtung, dieses nur Vergeistigte, ja, und wird irgendwann, keine Ahnung, der Messias kommen, wir dürfen nichts tun, wir brauchen nichts zu tun, alles wird sich von alleine lösen, das wird es mit Sicherheit auch nicht, und es werden auch keine Flugscheiben kommen, die uns retten oder sonst irgendwas. Die echte Rechte ist ein Bund von starken Geistern. Wir reichen jedem die Hand, der sich uns anschließen möchte, der konstruktiv arbeitet. Wir jammern nicht, wir beklagen uns nicht und wir handeln auf der Grundlage eines lebensbejahenden und natürlichen Weltbildes. Mit jedem Menschen zusammen, der uns respektvoll entgegentritt, und der hat auch dann die Gewissheit, dass wir ebenfalls mit Respekt auf diese Menschen zugehen. Und je mehr Mitstreiter das begriffen haben, umso erstrebenswerter wird auch unsere Zukunft. In diesem Sinne, Körper und Geist fest zusammengeschweißt. Vielen Dank.